Was ist ein Lieblingsfilm? Kann es überhaupt so etwas wie einen Lieblingsfilm geben? Ich weiß nicht genau, wie viele Filme ich in meinem Leben schon gesehen habe, aber wir sind ganz sicher Abertausende. Und einige davon haben sich für immer in mein Gedächtnis eingebrannt, weil sie mich bewegt haben, weil sie mich berührt haben, weil sie etwas ganz Bestimmtes in mir angesprochen haben. Für mich persönlich gibt es auch nicht den Lieblingsfilm. Es kann sein, dass du einen Film siehst und in diesem Moment denkst, wow, das ist der beste Film, den ich jemals gesehen habe. Aber ob dieser Film wirklich ein Lieblingsfilm wird, werden erst die Jahre zeigen. Ich habe für mich persönlich natürlich schon so eine Top 10, aber tatsächlich eben alles ältere Filme, die, wenn ich die heute anschaue, eben noch genau dieselbe Faszination hervorrufen. Und einen dieser Filme, den stelle ich euch heute mal ganz kurz vor. Und zwar The Crow von 1994 mit dem leider viel zu früh verstorbenen Brandon Lee, Sohn der unsterblichen Legende Bruce Lee. Und es ist unfassbar, dass Brandon in diesem Film aufgrund eines tragischen Unfalls verstarb. Im Lauf einer Waffe, die im Film benutzt wurde, befanden sich nämlich noch Teile einer echten Patrone. Und eben mit dieser Waffe schoss einer seiner Kollegen, ganz wie es im Drehbuch stand, auf ihn. Und Brandon verstarb einige Stunden später im Krankenhaus. Brandon Lee war gerade mal 28 Jahre alt. Ruhe in Frieden. The Crow beruht auf dem gleichnamigen Graphic Novel von James O'Barr. Eric Draven und seine Verlobte Shelley werden in der Nacht des Teufels von einer Gang in ihrer Wohnung angegriffen. Und das müssen beide mit ihrem Leben bezahlen. Gleich zu Anfang des Films hören wir auch schon die Stimme von Sarah, die im Off spricht, einem Mädchen, um das sich Shelley immer gekümmert hatte, und erzählt uns die Legende der Krähe. Die bringt nämlich die Seelen der Verstorbenen ins Reich der Toten. Doch manchmal, wenn etwas ganz Furchtbares passiert, dann kann die Krähe die Seele auch wieder zurückbringen, damit diese den Fehler korrigiert. Und Eric wird zurückgebracht. Ihm zur Seite stehen dann im Film eben auch die junge Sarah sowie der Polizist Albrecht. Und Eric holt sich einen nach dem anderen und deckt dabei auch die Machenschaften auf, warum es überhaupt damals zu diesem Überfall kam. Bis er dann schließlich nach vollbrachtem Werk endlich seinen Frieden findet und zu seiner Shelley kann. The Crow ist für mich verdammt vieles. Ein extremst atmosphärischer, mystischer Actionfilm und gleichzeitig für mein Empfinden einer der besten Liebesfilme aller Zeiten. Eric handelt im Film nie eigennützig. Alles, was er tut, tut er in erster Linie, um der Seele seiner geliebten Shelley Frieden zu verschaffen. Und welchen größeren Liebesbeweis kann man bringen? Der Regisseur des Films, Alex Proyas, der später noch den ebenfalls verdammt kultigen Dark City inszenierte, hat hier für mein Empfinden ein unfassbar gefühlvolles, mystisches und visuell extrem beeindruckendes Werk erschaffen. Der Film hat ein fantastisches, düsteres Szenenbild. Der Soundtrack, der ist zum Niederknien und Brandon Lee spielt sich die Seele aus dem Leib. Und ebenso auch alle anderen, allen voran Michael Winkert als Hauptantagonist Top Dollar oder eben auch Ernie Hudson als Officer Albrecht. Übrigens, wer ihn nicht gleich erkannt hat, Ernie Hudson ist der gute alte Winston aus Ghostbusters. The Crow hat mich damals bei Erscheinen schon förmlich weggeblasen und er begeistert mich heute noch genauso. Er berührt etwas ganz Bestimmtes in mir, das ich nicht mal genau definieren kann. Vielleicht ist es in erster Linie diese Schwermut, diese Düsternis im Film, die den dunklen Teil meiner Seele anspricht. Und trotzdem hat dieser Film auch etwas zutiefst Hoffnungsvolles. Und zwar, dass es immer die Möglichkeit gibt, es wieder gut zu machen, wenn du etwas wirklich verbockt hast und deswegen am Boden zerstört bist. Und ich denke, es ist genau dieser Spagat, der diesen Film für mich so besonders macht und ich für mich sagen kann, es ist definitiv einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und zwar auch völlig unabhängig von den eindeutigen bereits genannten Qualitäten. Und ich bin so verdammt dankbar, dass es diesen Film überhaupt gibt. Denn fast hätte man nämlich die Produktion nach Brandons Tod eingestellt. Doch seine Familie bestand darauf, beziehungsweise gab ihren Segen dazu, dass dieser fertiggestellt wird. Was man da mit Hilfe von Doubles und damals revolutionärer Computertechnik tat, denn die meisten Szenen, die waren schon im Kasten. Also Leute, The Crow wird für mich auf ewig ein traurig schönes Meisterwerk bleiben, das ich immer wieder schauen kann und ist definitiv einer meiner All-Time Lieblingsfilme. Und an dieser Stelle natürlich ganz lieben Dank, Brownie, für deine Einladung. Und ich finde deine Idee mit dem Adventskalender richtig klasse. Und ich fühle mich geehrt, dass ich ein Teil davon sein darf. Ich wünsche dir und allen Zuschauern da draußen eine so stressfreie wie nur mögliche Vorweihnachtszeit und dann selbstverständlich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und in diesem Sinne, tschö, macht's gut und viel Spaß noch hier bei Brownie TV. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.